es braucht die nicht eigentlich Häuser. Es fängt nicht mit Häusern an, sondern es fängt mit Herzen an, die sagen, ich will mich dir anvertrauen. Dort, wo wir in Gemeinschaft unterwegs sind, dort hat Gott seinen Segen verheißen. Da, wo Gott sagt, schau dort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dort bin ich nichts drunter. Wenn wir uns also als Gemeinschaft treffen, werden die Menschen unserer Stadt hoffentlich sagen, dies ist das Abbild von Jesus, wie ich es noch nie gesehen habe. Wenn Leben in Gemeinschaft dich begeistert, dann wirst du keine Gemeinschaft bauen. Wenn jedoch die Liebe die treibende Kraft ist, die Liebe für deine Nächsten, dann wirst du Gemeinschaft bauen.